Austin war gut, ey, und da willst du aufhören? Ehrlich gesagt, gerade wo wir so geil drauf sind. Sicher hast du es voll drauf, alles umzulegen, was sich bewegt. Gut, aber dein tolles Arsenal hilft dir jetzt herzlich wenig. Elektrizität kannst du nicht killen. Okay. Wer macht deinen Abschiedsspruch? Mein Abschiedsspruch? Ja. Bis bald, meine kleinen Kinder. Okay, hiermit bedanke ich mich, dass ihr diese bei dieser Aufnahme bzw. Folge dabei wart. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch dabei, wenn es wieder bei heißt. Bei der Aufnahmesession. Let's play Dead Space 3 und bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Dead Space 3. Natürlich wieder mit dem... Kevin! Yay! Auf jeden Fall, wir können jetzt wieder lauter reden und ich kann sehr laut reden. War nur Spaß. Also ich kann nur normal laut reden, also. Meine Eltern sind gerade nicht da, das heißt, ich hab Schirm frei. Oh nee, wir sind wieder an derselben Stelle. Oh nein. Also C drücken wie immer, ne? Ja. Fick dich, du Stück Scheiße. So, das haben wir schon mal aktiviert. Jetzt müssen wir nur noch auf den... Hinter mir ist das hier, oder? Ja. So. Deine Beine werden jetzt erstmal gefickt, Freund. Auch die Arme sind auch wichtig. Und der Kopf auch. Das habe ich jetzt nicht gemerkt. Die Viecher sehen so komisch aus. Alter, wie viel Damage diese Dinger machen. Wow! Noch so ein Vieh. Okay. Der Zug wird in Kürze eintreffen. Bitte haben Sie Geduld. Wir haben schon genug Geduld gehabt, mein Freund. Wow! Ey, wir schaffen das trotzdem. Ach nee. Spät. Oh scheiße, doch. Doch. Oh. Mach einfach, stase die alle und komm zu mir und... Toll. Du bist auch verreckt. Das Spiel ist eindeutig zu laut, ganz kurz. Ja, bei dir ist es egal. Ja, aber bei... Ja, ich kann dich nicht hören. Ist dir klar, ne? Ach so. Ja. Also, wir müssen doch noch mehr von dieser Stase benutzen. Jo, mach das Ding auf. Eindeutig. Hier da hinten wartet wieder das Vieh. Vorhersehbar. Upsa, ich hab gar nicht meinen. Ich hab hier zwar noch eine Strahlenkante, ne? Aber die ist nicht so geil, weil die einfach erstens viel zu wenig Damage macht und zweitens so lange zum Nachladen braucht. Okay, das reicht. Da ist ein Vieh. Da noch einen Arm abgemacht. So, das habe ich dann komplett lahmgelegt, das Teil. Das Ding kann man nicht lahmlegen. Doch, du startest es einfach die ganze Zeit, dann kann es sich nicht regenerieren. Da hinten kannst du noch was nehmen, Digga. Der Zug wird in Kürze eintreffen. Bitte haben Sie Geduld. Ja, zwei von denen. Alter, nein! Da ist es! Lauf! Lauf! Oh, wir haben es geschafft. Dank der Strahlenkanone, würde ich mal sagen. Wo müssen wir eigentlich hin? Wir gehen zur Mittelstation und machen die, die optionale Mission. Okay? Okay. Da kriegen wir nämlich ganz viel Zeug, hat er gesagt. Offenbar hält er an der Mittel- und Achternstation. Das Shuttle ist in der Achternstation geparkt. Okay, in der Mittelstation. Das war bei der letzten Aufnahme auch schon, ne? Laut Aufzeichnungen wurde eine Reihe nützlicher Werkzeuge und Altmaterialien von einem Lieutenant Tucker Edwards aus dem Lager ausgetragen. Könnte vielleicht einen Blick wert sein. Danke. Wenn ich es mir ansehe,
lasse ich es sie wissen. Das Spiel ist echt geil, Mann. Ja, Mann. Nächster Halt. Kommandoturm. Kommandoturm, okay, was gibt's hier so? Munition, das ist schon mal ganz gut. Irgendwie sieht die Munition für jede Waffe gleich aus, kann das sein? Ja, ich glaube, das ist ja... Gibt ja nur eine Art von Munition, kann das sein? Ich weiß es nicht, in Dead Space 2 gab es... Doch, Munitionsclip. Komm mal her hier. Munitionsclip. Achso. Ja, achso, wir müssen jetzt wieder hacken. Ja, ups. Und fertig. Hier gibt's doch was. Boah, sind wir gut. Naja. Im Zweier gab's ja das... so Speicherstationen. Das wird jetzt automatisch gemacht, ne? Ich glaube schon. Da leuchtet was. Was ist das? Schlüsselkarte zum Kommandoturm. Ach, das hat... Alter. Das hat das nicht abgespeichert, wo wir gegen diesen... Wo wir auf diesen, in diesen Treppengang waren. Weißt du noch? Oh, mit ja. dieser Psycho-Stimme, das hat es nicht gespeichert. Ja klar. Wäre richtig scheiße. Oh, mein Inventar, Alter. Nein! Warte, ich muss mir unbedingt Munition machen. Das ist natürlich ziemlich scheiße. Oh lol, ich kann mir eine Schrotflinte bauen. Was mache ich doch mal? Warum habe ich immer zu wenig Wolfram? Was ist denn das für ein Scheiß? Nee, warte mal. Gut, jetzt habe ich genug Muni für das Erste. Ja. Okay, und was bringt es mir? Nein, oder? Kann man doch öffnen, oder nicht? Ich erstelle mir jetzt erstmal eine Shotgun. Wie das? Keine Ahnung, ich kann einfach eine Shotgun erstellen. Und die tue ich. Ich glaube, du musst mir das mal erklären, wie man das macht. Hab jetzt meine Strahlenkanone ersetzt. Mal sehen, ob das klappt, ey. Ah, schon cool. So muss man das machen. Und jetzt kann ich was Neues erstellen, und zwar... Ah, kann ich nicht, okay. Boah, diesen schweren Standardrahmen muss ich erstmal... behalten. Ziemlich geil. Boah, die Shotgun ist echt cool. Bleib mal. Du hast viel geileres Zeug als ich. Irgendwie schon. Irgendwie bekomme ich da nicht so toll. Ich bekomme hier voll eigentlich gar nichts. Fast gar nichts. Ja, ich glaube, du musst für mich auch noch mitbauen. Nein, Mann, wir bekommen ja alles gleich. Hier kommt gleich der Quarantäneort, okay? Pass auf. Hier wird's gleich brutal, ey. Was gibt's da so? Was ist das denn? Das ist die optionale Mission. Warte, gab's hier nichts? Ah, ne, doch nicht. Aktivier das mal. Ah, nee, das ist der Zug. Zurück. Das ist der Zug. Weg da. Wir müssen hier rein. Nein, da ist ein Fahrstuhl. Ah ja, der Fahrstuhl, stimmt. Hier hacken. Achso, da ist was. Ach, Medipack, nice. So, ganz kurz. Ich hab jetzt eine Shotgun. Ich hab immer noch dieselbe Scheiße wie vorher. Ich schätze, du warst clever genug, es durch meine Sperre zu schaffen. Lol, du bist kurz verschwunden. Lol. Alter, wie overpowered.
Lol, der ist gerade hochgesprungen bei mir. Das einzig Schlimme ist, ich brauche immer so lange, um den Repetierer zu ziehen. Hier noch was? Hier was? Munitionsclip. Da gibt's doch was, da leuchtet doch was. Doch nicht. Okay, da gibt's nichts mehr, oder? Nee. Nope. Gut, dann können wir weiter. Wir könnten, ja, wir könnten weiter. Alle infizierten Soldaten, sie sollten hier sicher aufbewahrt werden. Vielleicht denkst du, du jagst mir eine Kugel in den Schädel, aber ich habe hier in Armee das Gegenteil behauptet. Nicht nehmen. Die Dinger lasst... Okay, doch, die kannst du mit hochnehmen, aber verballer die Dinger nicht, okay? Okay. Lass uns alles hier hochtragen. So, und jetzt noch das da. Ja, aber an verschiedenen Orten, ne, damit wir... Ja, das kannst du doch werfen. Erstmal alles einsammeln hier. Ja, aber wir laufen ja die ganze Zeit umher, wenn die Viecher kommen. Ja. Guck mal, da sind noch ein paar Kisten, die kann man kaputt machen. Oh! Alter. Was haben wir da gerade bekommen? Sah doch aus wie ein Chipsatz, oder nicht? Was ist das? Lol. Was war das, Alter? Keine Ahnung. Jetzt geht's los. Und jetzt wird's richtig lustig. Computer, Sprengstoff scharf machen. Und zünden. War so klar, Alter. Die Musik, Alter. Achtung, Kontamination registriert. Quarantäneabregelung. Oh, da kommt ja einer. Quarantäneabregelung, alles okay bei Ihnen? Nichts ist okay. Bereit ist drauf. An einer der Wände muss eine Überbrückung sein. Okay, ich sehe mich danach um, sobald ich nicht mehr angegriffen werde. Der Asti ist da unten. Der ist wieder mal da unten. What the fuck? Aktiviert. Die Viecher sterben One-Shot, das ist so lustig. Oder auch. Fallen nur One-Shot um. Du musst mich jetzt beschützen. Oh verdammt! Beschütz mich doch! Junge, ich bin doch nicht deine Mutter, Alter. Helf mir mal hoch. Ja, toll. Du musst mir hochhelfen. Sterben bitte, Alter. Game over, ich bin hinter dir. Was machst du denn, Mann? Das Ding... Oh, verdammte Scheiße. Ja, warum machst du das denn, während da so viele Monster Weil kommen? Weil du alles machen musst, du Vollidiot. Ja, während so viele Sonst Monster ganz... kommen. Junge, gestern kamen doch ich auch nicht dachte, so viele Leute. Ich dachte, du wärst noch im Leben, Mann. Okay, also Burak. Jetzt strikt nach Plan. Guck mal. Da. Das Ding muss man benutzen. Aber okay. Nicht während Monster kommen. Da kommen die ganze Zeit. Nein, Monster. Tun sie nicht. Eigentlich schon. Achtung. Kontamination registriert. Quarantäneabregelung aktiviert. Das hat den gar nicht mal angejuckt, Alter. Von der Quarantäneabregelung. Alles okay bei Ihnen? Nichts ist okay. Ich bin eingesperrt. An einer der Wände muss eine Überbrückung sein. Okay. Ich sehe mich danach um, sobald ich nicht mehr angegriffen werde.
Sag mal, sind die dumm? Wer? Das Vieh da unten ist immer dumm. Wo ist das Vieh? Hinter dir. Soll ich das jetzt machen? Ich mach das jetzt, okay? Toll. Helf mir mal ganz kurz hoch. Schnell, schnell, schnell. Ach! Nice. Jetzt kriegt er auf die Fresse jetzt. Kann ich mir, mich beschützen jetzt? Ich mach das jetzt. Jetzt kommen eh keine Viecher mehr. Scheiße. Und du sagst, es würden immer welche kommen. Dachte ich. Akzeptiert. Quarantäne aufgehoben. Bitte melden Sie diesen Vorgang Ihrem vorgesetzten Offizier. Hier geht's gleich weiter. Boah, das ist so eklig, ne? Wie viele das einfach sind. Muss nachladen. Sicher hast du es voll drauf, alles umzulegen, was sich bewegt. Gut, aber dein tolles Arsenal hilft dir jetzt herzlich wenig. Elektrizität kannst du nicht killen. Wir haben doch Speichern und Benden gedrückt hier eigentlich, oder? Ja, eigentlich schon, ne? Du solltest mal vielleicht erst rausgehen, wenn ich Speichern und Benden gedrückt habe. Ich hab ja auch Speichern und Benden gedrückt. Na egal. Backe. Ui. Edwards hat eine Art elektrische Falle ausgelegt. Sieht okay. Nach was selbstgebasteltem mit Kurzstreckentransmitter aus. Kurzstrecke, was? Das Steuergerät muss in der Nähe sein. Wenn Sie es finden... Ich schieße darauf. Danke. Guter Mann. Guck mal da. Ich mach das hoch, du schießt drauf. Ich schieße darauf. Hui. Ah, warte, die werden zerstört, die werden zerstört. Ja, hey. Oh, es geht einfach durch. Eiskalt. Meinetwegen kann die Tür zu bleiben. Mach das mal auf da. Hier, hier, hier. Wo? Ich seh's ja gar nicht. Da! Ach so, da. Warte. Du dumm, Alter! Nicht, Alter, ich kann's nicht. Du bist vor mir, du Alter, mit dir zu zocken manchmal. Manchmal war's. Naja, sagen wir's mal so. Was willst du damit sagen? Burak, es ist einfach nur funny. Es ist lustig. Na gut, pass auf, was du sagst, Bruder. Pass auf, was du sagst, Bruder. Was war da? Nachladen plus ein Clip, WTF. Toll. Upgrade-Platine. Warte, ich muss... Schmeißen wir die Dinger mal runter, ein Digga. Nachladen. Komm. Was? Tschüss. Arschloch. What the fuck? Wow! Ah! Also was war denn das von... LOL! Was ist hier los? LOL, der läuft, der krabbelt ja noch. Wenn die doch nur nicht so schnell wären, Alter. Das ist echt krank.
So. Nicht dein Ernst, ey. Du brauchst es nicht gleich mit Schüssen zu vergewaltigen, Digga. Ich liebe es einfach, die Viecher zu zerhacken mit meiner, mit meinem... Ach, wie heißt das nochmal, das Ding? What the? Geschäfte, du wusstest nicht, dass man die Gravitationsummantelung invertieren und jemanden an der Decke festtackern kann. Ich hab's auch erst gewusst, nachdem ich's ausprobiert hatte. Hör zu, steig in den Gravitationsfluss oder hast du Schiss? Hat uns an einer Art Gravitationsfeld zurechtgebastelt. Ja, ich seh's. Als es ausgelöst wurde, ist der Energieverbrauch der Umweltsteuerung kurzzeitig ausgeschlagen. Da muss er die Energie abzapfen. Die Umweltsteuerung ist nicht weit von Ihnen entfernt. Ich sende Ihnen die Koordinaten. Okay. Wenn er schon mal eine Leiter ist, dann heißt das, wir müssen da runter. Das ist doch klar. Drück mal sicherheitshalber B. Ihr Partner braucht mehr Platz. Oh Mann. Bei mir steht einfach nur, ihr Partner blockiert die Leiter. So, jetzt habe ich neue Ressourcen. Clip hinzufügen. Ja, jetzt habe ich endlich mal 26 Wolfram. Und was kannst du damit jetzt machen? Da kann ich mir jetzt ein Upgrade Platin-Slot speichern. Schrotflinte habe ich schon, okay. So. Coole Scheiß. Dieser Roboter ist echt cool, Mann. Ja, auf jeden Fall, Mann. Was ist hier los? Alarm für Cobra 11. Oh Mann, das kann ich nicht mitnehmen. Ausweider. Ah, nee, doch, kann ich natürlich. Was braucht man für den Ausweider? Kosten 665 Wolfram, 2000 Halbleiter, Altmetall 3000. Hört sich höh! Was machst du da? Ich schieße von oben runter. Wow, 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 wow! Helfen Sie mir hoch! Dammit, ich bin tot, Lan. Komm hoch und reparier mich. Dieses Vieh nicht. Du musst hochkommen und mich reparieren. Hinter dir ist jemand, ne? Aber komm hoch! Ich kann nicht hoch, der Leiter von Partner blockiert. Dein Ernst? Toll! Das wie unnötig gemacht, ist richtig, Alter. Richtig scheiße. Das kann's nicht sein, Mann. Weißt du, nächstes Mal wartest du einfach auf mich, okay? Das Problem ist, du brauchst immer so lange. Du bist wie eine Frau, Alter. Du bist doch derjenige, der die Leiter immer blockiert. Halt's Maul, Frau. Weg von meinem Morgen, gut verrückte Bier. Weib. Ey, jetzt Weib. Bleib hier, okay? Und geh nicht wieder vor. Denn das war ziemlich dumm. Schön, mein Bot ist zurückgekehrt. Kann ich eine Waffe herstellen? Mjölnir, was ist das denn? Cool. Warte mal, ganz kurz, ich will noch kurz bei der Bank was gucken. Was kostet eigentlich die günstigste Waffe, die man herstellen kann?
Jetzt haben wir das Stasi-Pack von da oben nicht mitgenommen, ey. Boah, dieser Roboter ist so süß, Alter. Boah, die Schrotflinte ist ja mal günstig. Die ist aber scheiße, die braucht viel zu lang zum Schießen. Ja, ja, genau. Wart erstmal ab. So. Bin ich auch oben. Und wo kommen die Viecher? Ach, da. Ich hab in seine Eier geschossen und er stirbt einfach nicht. Okay, guck mal hier. Ich halte dieses Ding hoch und du musst wieder drauf schießen. Gut so. Du machst mich glücklich. Du machst mich glücklich. Glücklich. So. Oh. Aber ich brauch so ein Ding. Ich werf jetzt ein Medipack raus. Was brauchst du? So ein Stase-Aufladegerät. So ein Stase-Pack meinte ich natürlich. Habt ihr jetzt natürlich nicht gehört. Ein Stase-Medipack-Ding. Genau. Alter. Müssen die so overpowered sein? Ja, anscheinend schon. Sonst macht es ja keinen Spaß. Ich hab mich bis jetzt noch nicht gefühlt irgendwie. Ja, wir spielen zu zweit, Horror Games zu zweit. Ist nicht so gruselig. Es sei denn, natürlich ist es Cry of Fear. Dann... Das ist echt die Ausnahme von... Von wenn allem ihr, eigentlich. Wenn hier so viel Platz ist, Digga. Dann muss hier auch... Mega viel kommen. Nee, es muss nicht sein. Es kann einfach nur eine Location sein, wo eigentlich sehr schön designt wurde. Und dort... keine Kämpfe auszutragen. Ja, wo kletterst du hin, ey? Du bist... Junge, ich bin ein extravaganter, weißt du es nicht? Time to face the music. Environment control. Alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar. Okay, immer weiter, würde ich sagen. Na. Das ist aber voller Ernst. Ich kann mich nicht einfach in die Umweltsteuerung latschen lassen. Tut mir leid. Aber ich will nicht sterben. Computer. Okay, komm. Sprengstoff scharf machen. Und nicht schon wieder, oder? Pass auf. Zünden. Nix. Lol. Ey, der hat echt keine Hobbys. Irgendwie nicht. Achtung. Kontamination registriert. Quarantäneabregelung aktiviert. Hinter dir. Dead Space 1 waren die viel schwächer. Kann das sein? Dead Space 1 hat man auch auf leicht gespielt. Warum? Ja, weil es zu gruselig war. Komm und reparier mich mal. Beeil dich, Mann! Toll! Bucher, gib mir doch nicht die Schuld! Es ist aber deine Schuld! Wer ist... verreckt? Du... Okay? Ich hab's wenigstens geschafft zu überleben. Du hast mich gekillt, Mann! Die Aussage ist so geil. Das ist jetzt mein voller Ernst. Ich kann mich nicht einfach in die Umweltsteuerung latschen lassen. Du hast mich gekillt, Mann. Computer. Zu geil. Sprengstoff scharf machen. Und zünden. Man sieht sich. Spray des Todes, Bam! Abregelung aktiviert.
erstmal meinen Roboter rausgelassen. Boah, wie ist diese... Die verrecken einfach nicht, das bockt die nicht mal, ob ich die jetzt anschieße oder nicht. Oh! Hinter mir, genau hinter mir, Alter. Ich war gerade dabei, die Bombe zu entschärfen, Mann. Oh, wie oft soll ich dir noch sagen, mach das erst nachdem die Viecher da waren. Also, ich hab's ja schon 100 Mal getan. Junge, warum haben die das Spiel so voller Viecher gemacht, Alter? Keine Ahnung. Hätte ich das gewusst, hätte ich auf normal gespielt, Mann. Dead Space 2 habe ich auf Hardcore gezockt, Mann. Mit nur 2 Speicherständen. Das ist jetzt mein voller Ernst. Ich kann mich nicht einfach in die Umweltsteuerung latschen lassen. Nimm dir auch so ein Ding. Da hinten. Aber ich will nicht sterben. Bist du blind? Hinter dir. Computer. Ach, da. Sprengstoff scharf. Ich dachte, so ein blaues Ding. Und... Warum kommt eigentlich immer so eine geile Musik dabei? LOL! Kontamination registriert. Versuch! Renn einfach durch die Gegend. Ah!